spektakuläre Special Effects, gut aussehende Stars und spannende Geschichten. Willst du wissen, woher diese Narben stammen? Das ist der richtige Mix für einen erfolgreichen Kinoblockbuster. Der erfolgreichste Kinofilm ist bislang Titanic von James Cameron. Jetzt könnte dieser aber bald vom Thron gestoßen werden, und zwar von Camerons neuestem Blockbuster, Avatar. Wer ist wohl der erfolgreichere Film? Die zwei Blockbuster im Duell. Special Effects. This is great. Klar, Avatar revolutioniert mit seiner neuen Filmtechnik das Kino. Zukünftige Blockbuster werden nur noch 3D produziert. Um die blauen Aliens so realistisch wie möglich zu machen, filmte eine kleine Kamera jede Mimik des jeweiligen Schauspielers. Auch die Umwelt des Planeten Pandora ist perfekt in Szene gesetzt. Daher auch die enorm hohen Produktionskosten von 240 Millionen Dollar. Mit immerhin 150 Millionen Dollar wurde Titanic produziert. Auch ganz schön beachtlich. Die technischen Möglichkeiten von heute gab es zwar zu Zeiten von Titanic noch nicht, wir finden, Avatar hat diese Runde eindeutig gewonnen. 1:0. Die Story. Ein romantisches Liebesdrama oder ein imposantes Fantasy-Abenteuer? Während die einen lieber Leo und Kate küssen sehen wollen, fiebern die anderen beim Kampf um Pandora mit. Dass das hier unser Land ist! Die Storys sind grundverschieden und Geschmackssache, aber beide sehr gut. Daher verdient jeder einen Punkt. 2:1. Die Stars. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gelten seit Titanic als Traumpaar, was beide in die A-Liga Hollywoods beförderte. Sam Worthington, der Star aus Avatar, spielt seine erste große Rolle. Das ist ja cool. Und ist noch eher unbekannt. Auch die weibliche Rolle, Zoe Saldana, bekommt man nur als blauen Alien zu sehen. Diese Runde gewinnt Titanic. Grundgütiger. 2:2. Filmfehler. Titanic liegt auf dem weniger stolzen 5. Platz der meisten Filmfehler. Hier ein Beispiel. Achten Sie auf die Arme von Leo. Einer von 75 Filmfehlern. Bei Avatar hat man bis jetzt erst 6 Filmfehler gefunden. Ganz klar, ein Punkt für Avatar. 3:2. Spannend wird es nochmal am Wochenende. Wer gewinnt das Duell? Wird Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten?